Dann schauen wir mal. 6000 Punkte. Yes! Im heutigen Video geht es darum, bei Geotastic Orte möglichst genau zu finden. Und zwar sind es derer fünf Orte, die wir ganz genau finden wollen. Und diese können auf der ganzen Welt verstreut sein. Wenn du jetzt diese Challenge auch spielen willst, dann schau dir mal den ersten Link in der Videobeschreibung an. Wenn du auf den klickst, dann kommst du auch auf Geotastic und kriegst genau die Ziele, die ich jetzt spiele. Fangen wir mal mit dem Rätsel an. Ich stelle die Zeit noch auf unendlich, dann haben wir genug Zeit. So. Nach was sieht das aus? Könnte Belgien, Holland sein, Dänemark wäre auch eine Option. Hier Niederlandsk, also es ist wohl in Holland oder Niederlande, wie man besser sagt. Kennzeichen passen auch dazu. Vorne und hinten gelb. Aber wir brauchen noch irgendwelche Ortschaften. Und mit dem sollten wir arbeiten können. Jetzt werde ich mal das, was am weitesten entfernt ist, suchen und mich dann rantasten, die kleineren zu suchen auf der Karte. Ah, hier ist dieses Leeuwarden. Also sind wir jetzt hier schon mal im 15 Kilometer Radius. 15 Kilometer Radius ist ungefähr so, müsste das sein. Dann suche ich mal Bommels und Bolsward. Ah, okay, hier ist dieses Wommels. Jetzt sind wir noch näher dran. Und die gehen in die gleiche Richtung. Das heißt, ich würde denken, dass es dann hier in der Richtung ist, irgendwo. Wenn man hier denkt, dass es 15 Kilometer, dass es 8 Kilometer entfernt ist, dann könnte es ungefähr hier in dem Bereich irgendwo sein. Also schauen wir uns mal da um und suchen mal die Orte, ja, dieses Bayum, das wäre wichtig zu finden, weil das nicht weit weg ist. Schauen wir uns noch mal ein bisschen um. Okay, jetzt haben wir dieses Bayum gefunden. Das ist der Ort, der am nächsten dran liegt. Und jetzt muss ich erstmal mir überlegen, wo der Ort dann liegen könnte. Hier in der Nähe einfach ist, dass wir das irgendwie orten können, welcher Kreisel das von denen ist. Sieht nämlich eher aus, als wäre es in einem Wohngebiet drin. Ich meine, wir könnten, wenn wir hier in der Mitte sind, könnten wir in diesem Winsum sein. Das würde irgendwie Sinn ergeben von den Distanzen. Ja, schauen wir uns mal, was hier da steht. Wommels, das sind Fahrradwege. Spannum ist auch noch in der Nähe. Das ist dann hier. Also wir sind eigentlich in der Mitte zwischen Bayum, Spannum und Isterlittens. Also es wäre genau Winsum. Dann würde ich sagen, ist es ziemlich sicher, dass wir da sind. Der Kreisel ist vielleicht gar nicht als Kreisel erkennbar auf der Karte. Also gucken wir mal, wie die Straßen heißen, wo wir angefangen haben. Sollten einfach noch eine Straße finden. Die Straße heißt hier Skans. Und die Straße ist hier. Skans, Skans, Skans. Die ist gar nicht so lang. Ab hier heißt es Skans. Hier, und das könnte hier auf dem kleinen Weg hier sein. Ah, jetzt habe ich es gefunden. Dieses Skans geht ja auch noch hier nach oben. Und dann sollte das genau diese Kreuzung sein. Hier ist dieses Maria Kerk. Und dann sind wir nach Norden gefahren, zu der Kirche hin. Also wir sind hier gestartet, ein bisschen weiter da unten. Hier sind Wohnhäuser. Und ich glaube, das war die Anfangskreuzung, kann das sein? Nicht ganz, ich glaube noch ein bisschen weiter. Aber die Straße führt in diese Straße rein und die habe ich abgecheckt. Also ich kam bei der Straße raus. Die Straße ist nicht benannt. Aber wir sind genau in der Kreuzung gestartet. Ich gehe nochmal zum Startpunkt zurück.
So, hier nach Norden und dann ein bisschen seitlich versetzt, ein bisschen zu der Seite hin an der Kreuzung. Das war das erste Ziel, das haben wir schon mal gefunden. Jetzt geht's mit der zweiten Challenge los. Ja, Holland geht noch eigentlich zum Pinpointen. Das haben wir noch relativ gut geschafft. Schwierig wird es, wenn wir in was wie Nigeria oder Bangladesch rauskommen. In Nigeria sind nicht viele Straßenschilder da. In Bangladesch sind viele da, aber man kann sie nicht lesen. A1 steht hier nach Bega. Dann suchen wir doch mal in Australien die A1. Jetzt sowas wollte ich. Ja, okay, wir sind auf der 1. Jetzt kann ich dieses Auboss suchen. Melbourne, 560 Kilometer, findet man. Orbost 180 Kilometer und jetzt werde ich mal ein bisschen auf der Karte gucken. Also dieses Orbost findet man auch ziemlich leicht und von dem zu dem ist es 300 Kilometer. So ungefähr, dann 180 Kilometer ist dann ungefähr hier an der A1, also werde ich mal in dem Bereich mal suchen. Ob ich hier Bega finde, ja, das findet man hier. Okay, jetzt sind wir die A1 ein bisschen lang gefahren und hier geht sie links ab und zwar in einem Kreisverkehr. Das ist schon mal eine gute Sache. Ah, hier gibt es eine ähnliche Stelle. Wow, die sieht ja genau gleich aus. A1 und dann hier ein Knick. Und dann müsste ich hier irgendwo ein Kreisel kommen. Ja, und hier ist eine Mitchell Street. Und hier ist diese Eden Library. Zack, also hier sind wir in dem Kreisel. Genau, und jetzt gilt es halt da, die genauen Ort zu finden. Jetzt müssen wir die Straßenkreuzung angucken, wie die heißt. Aber Straßennamen stehen ja öfter auch nicht dran. Ah, doch, hier steht es dran, Flinders Street. Und dann suchen wir doch die Gegenstraße hier. Und das ist die hier. Und genau hier haben wir gestartet, oder? Bei dieser Flinders Street. Ja, ein bisschen. Ja, das sollte eigentlich gut genug sein, um die volle Punktzahl zu kriegen. Vielleicht hier. Dann schauen wir mal. 6000 Punkte. Yes. Das war jetzt schon anspruchsvoller wie in Niederlande. Hab erstmal den Ort nicht gefunden. Die Beschilderung ist jetzt auch nicht so besonders, aber zum Glück konnten wir das dann mit dem Eden finden und dann hat man es relativ leicht gefunden. Drittes Rätsel. Das ist natürlich schön, wenn man direkt bei Straßenschildern rauskommt. Hot Springs, Elliott Highway, irgendwas mit Springs. Könnte USA sein, könnte Kanada sein. James Walton Highway. Dead Horse, Yukon River. Yukon River, Coldfoot. Dead Horse. Wir fahren gerade in den Westen. Das wird eine kleine Aufgabe, das zu finden. Vielleicht erstmal dieses Dead Horse finden. Ah, hier ist es Fairbanks. Ja,
Ja, Manly Hot Springs. Kann man hier irgendwie entlang fahren? Leider nicht. Kann man hier irgendwas? Elliott Highway. Ja, den müssen wir jetzt irgendwie finden. Der liegt hier. Und jetzt gibt es hier alle möglichen Sachen, die hier abgehen. Und was wir im Wesentlichen suchen, sind dann, um den genauen Ort zu finden, sind diese Hot Springs. Ich glaube, jetzt habe ich es gefunden. Und zwar Dalton Highway. Und hier eine Kreuzung mit Elliott Highway und Manly Hot Springs. Müsste eigentlich hier sein. Ungefähr. Weil hier haben wir Dalton Highway, hier haben wir. Hier geht es Richtung Fairbanks auf dem Elliott. Und hier geht es runter zu diesen Manly Hot Springs. Dann gucken wir, ob die Stelle halt auch so aussieht. Ah, hier geht auch ein Weg noch entlang, so ein Feldweg. Der wäre hier. Das ist ein Ost-West-Verlauf. Hier geht es beides mal Richtung Norden. Glaube, ich habe es gefunden. In Alaska. Wow. Jetzt gehe ich nochmal einen genauen Ort zurück. Und das ist wirklich genau in der Kreuzung hier drin. Das war ein bisschen eine schwere Geburt. 0,9 Meter. Das ist richtig gut. Da haben wir 3 von 5, haben wir dann schon. Das war irgendwo und nirgendwo. Ich hoffe jetzt auf einen einfacheren Drop. Hoffen wir mal das Beste. Oh, das war nicht das Beste hier. Thailand. Na gut, schauen wir uns mal ein bisschen um. Das werden wir nicht finden können. Ich tippe jetzt einfach mal hier in eine relativ flache Region in Thailand, vielleicht hier hin. Weiß nicht, ob man irgendwas mit Telefonnummern machen könnte, aber die Vorwahlen kenne ich auch nicht auswendig. Also da gebe ich mich geschlagen bei Thailand und hoffe einfach mal auf Nee. das nächste. Oh, das war gar nicht so schlecht. War schon in der Region hier drin. 140 Kilometer. Ja, sei es drum. Kommentier mal, ob du das geschafft hast, das zu pinpointen. Würde mich tierisch wundern und dann auch mal reinschreiben, wie du das hier gefunden hast. Nächstes. Okay, das ist schon mal besser. Wobei das Land mir noch nicht ganz klar ist, aber es könnte Kolumbien sein. Gelbe Kennzeichen. Ja, gelbe Kennzeichen. Er sollte Kolumbien sein. Direkt ein Esel. Und hier in solchen Ortschaften stehen normalerweise auch viele Sachen dran. Ja, schauen wir uns mal ein bisschen um. Okay, jetzt haben wir finally endlich ein praktisches Schild gefunden. Also hier geht's nach Cali und hier geht's nach Pasto. Und sieht so aus, als ob es eher nach Norden nach Cali geht und ja, Osten nach Pasto. Ja, Cali ist hier und Pasto ist hier.
Das heißt, wo könnte das sein? Das könnte jetzt zum Beispiel hier sein. Oder auch ja, in dem Bereich irgendwie hier vielleicht sogar. Hier oder hier. Und in dem Bereich soll das irgendwie sein. Aber wir sind auch schon eine ganz schöne Strecke hier rausgefahren. Hier in der Stadt gibt es eine Universität sogar. Vielleicht gucke ich mal an, entlang der Straße, könnte ja auch hier oben irgendwo sein. Vielleicht gucke ich hier mal, ob es hier eine Universität gibt. Okay. Jetzt habe ich eine Entdeckung gemacht. Ich glaube, das ist der Kreisverkehr, wo ich bin. In dem Kreisverkehr, da ist hier ein Supermarkt und der heißt Maxi Hogar. Und hier ist ein Kreisverkehr in dieser Stadt, in diesem Popayan. Ein Kreisverkehr und der heißt Maxi Hogar. Das heißt, hier könnten wir jetzt sein. Gut. Und dann sind wir hier nicht so weit entfernt, dann. In dem Kreisverkehr waren wir gar nicht so weit entfernt, also in dem Bereich müssen wir suchen. Jetzt ist es relativ schwierig, nach Straßenschildern zu gucken, beziehungsweise die stehen halt häufig gar nicht dran. Ah, hier finde ich mal eine. Okay, Calle 13 und Carrère irgendwas, also wir müssen einen Schnittpunkt von Straßen jetzt hier finden und vielleicht steht sogar hier ganz am Anfang was dran, wie die Straßen heißen. Wenn die Nummern haben, ist es relativ einfach, die zu finden. Hier ist es Kalle 10 und Ecke. Carrera 14 kann ich, glaube ich, lesen. Kalle 10. Carrera 14. Also ich schätze, dass es hier irgendwo dazwischen sein muss. Irgendwie bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber die Calle 10 kommt hier. Die Calle 14 kommt hier. Und da, wo der Schnittpunkt wäre, wäre hier. Da steht jetzt hier nicht mehr Calle 10 drauf. Ja, ich denke, es ist gut genug. Also ich finde keine weiteren Geschäfte da. Hier ist es Yamaha. Das habe ich gerade hier irgendwo gesehen. Hier ist es Yamaha? Das ist irgendwie hier. Und das passt eigentlich ganz gut hier rein. Ja. Das kann wenigstens. Es kann auch 100 Meter wegliegen oder sowas, aber viel mehr nicht. Gessen wir mal. Oh, 6000 Punkte, ja, war noch 50 Meter weg. Wie war ja die Kreuzung von der Kalle 9 zur Kalle 14? Aber gerade noch so 6000 Punkte. 60 Meter ist schon fast das Maximum, glaube ich. Ich glaube, das Maximum ist bei 100 Metern. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Gut, dann haben wir das geschafft. Bis auf den Thailand-Guess haben wir das alles geschafft. Schreibt doch mal in die Kommentare, was du für einen Score hattest. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere mich doch hier bitte noch. Und hier kannst du nochmal eine Challenge angucken, wo ich auch pinpointe, nämlich 30.000 Punkte versuche zu erreichen. Mach's gut und ciao, ciao.